Wir kommen damit zum nächsten Tagesordnungspunkt, dem Tagesordnungspunkt 12.3, Geschäftsordnung der Gestaltungskommission Dresden. Wir haben hierzu zwei Wortmeldungen, Herr Thiele und Herrn Löser. Herr Thiele, bitte sagen. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, die Geschäftsordnung der Gestaltungskommission ist es schon wert, hier ein paar Worte darüber zu verlieren. Schließlich soll dieses Gremium Einfluss nehmen auf Investitionsentwürfe, auf Projekte, die hier in der Stadt umgesetzt werden sollen. Und wir wissen, dass entsprechende Investitionen, entsprechende Vorhaben hier in der Stadt auch immer für große Diskussionen sorgen. Aus unserer Sicht unrühmlich hat bisher entsprechend hier schon die Gestaltungskommission für den historischen Neumarkt gewirkt, wo dann eben doch entsprechende Entwürfe hier hineingegeben wurden in die öffentliche Diskussion, die in den seltensten Fällen die Zustimmung in der Bevölkerung gefunden haben. Da diese Voten dann zum Teil sehr bindenden Charakter entfaltet haben, konnten wir auch im Stadtrat nur bedingt dann darauf einwirken, beziehungsweise eben auch im Bauausschuss. Nun wurde hier im Auftrag der rot-rot-grünen Mehrheit eine entsprechende Gestaltungskommission eingesetzt und die Stadtverwaltung hat auftragsgemäß auch eine Geschäftsordnung für diese Gestaltungskommission erarbeitet, der wir dann inhaltlich, das hatten wir angekündigt, dass wir uns da einbringen in den Prozess, auch in großen Teilen folgen konnten. Es gab entsprechende Diskussionen, unter anderem im Ausschuss für Wirtschaftsförderung und federführend dann auch im Bauausschuss. Und im Bauausschuss haben wir, und das möchte ich betonen, und insofern, weil auch mein Kollege Löser heute nicht da ist, kann ich, glaube ich, für ihn auch mitsprechen, denn das Votum war dann einstimmig mit 15:0:0. Wir haben noch mal ein paar kleine Änderungen vorgenommen in dieser Geschäftsordnung und da wir heute über das Votum dieses federführenden Ausschusses abstimmen, möchte ich darauf kurz eingehen. Und zwar geht es im Punkt 9 der Geschäftsordnung um die Öffentlichkeit und die Bekanntmachung und das ist ein Punkt, der also dann auch direkt auf die Bevölkerung hineinwirkt. Wir wollten eigentlich, dass auch die entsprechenden Sitzungen der Gestaltungskommission öffentlich stattfinden sollten. Das geht aber aus datenschutzrechtlichen Gründen eben nicht. Das haben wir eingesehen. Deswegen möchten wir dann aber, dass nach der Information im Bauausschuss die Öffentlichkeit informiert werden soll. Diese Ergänzung haben wir also in der Geschäftsordnung vorgenommen und das würde sich dann auch wiederfinden. Und in einem zweiten Punkt haben wir darauf hingewirkt, dass die entsprechenden Perioden, wo die Mitglieder berufen sind, von 2 auf 3 aufeinanderfolgende Perioden erweitert werden, denn wir denken, wenn dann sich in dem Gremium eine entsprechende Professionalität auch eingestellt hat, dass man dann auch 3 Perioden mit diesen Mitgliedern arbeiten sollte. Diese Änderung haben wir also auch noch gemacht. Und einen letzten Punkt möchte ich auch betonen, der betrifft die Gesellschaft Historischer Neumarkt, die aus unserer Sicht in den letzten Jahren hier einen wesentlichen und positiven Beitrag für die Gestaltung des Neumarktes geleistet hat. Diese Gesellschaft soll also mit einem stimmberechtigten Mitglied in dieser Gestaltungskommission vertreten sein. Das finden wir gut und das tragen wir mit. Und insofern würden wir dann dieser Geschäftsordnung, wie sie im Bauausschuss entsprechend beschlossen wurde, auch zustimmen. Abschließend möchte ich sagen, dass ich die Hoffnung habe, dass die Gestaltungskommission auf Grundlage dieser Geschäftsordnung doch etwas positiver wirkt und auch zukünftig dann den
ja, mehrheitlichen Willen der Bevölkerung und die Stimmung der Bevölkerung hier in Dresden doch ein bisschen mehr aufnimmt, dem Ganzen ein bisschen mehr Rechnung trägt, als es bisher gerade am Neumarkt geschehen ist. Denn manche Entwürfe, die wie gesagt dort vorgelegt wurden, haben eher zu überwiegender Kritik geführt als zu Zustimmung. Und ich erhoffe mir, dass das künftig einfach besser wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen sehe ich hierzu nicht. Wir kommen dann zur Abstimmung des federführenden Ausschussberichtes. Und ich bitte Sie ums Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Bei 60 Ja-Stimmen somit einstimmig bestätigt. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt.